Und auf der gewerkschaftlichen Seite, ich war ja damals hauptamtlich bei der Deutschen Postgewerkschaft beschäftigt. Ja, da ging es darum, ja, zunächst auch eben den Kolleginnen und Kollegen der ehemaligen DDR zu helfen, frei vom FDGB gewerkschaftliche Strukturen aufzubauen. Eine Deutsche Postgewerkschaft Ost, um politisch eben da auf der sicheren Seite zu bleiben, wurde ja das gewerkschaftlich dieser Einigungsprozess dann so organisiert, dass dann 1990, im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere, zunächst einmal die damals dann bestehende Deutsche Postgewerkschaft Ost zu einem Kongress eingeladen hat, Gewerkschaftskongress, bei dem ihre Auflösung besprochen und beschlossen wurde. Und die damaligen rund 165.000 Mitglieder der Deutschen Postgewerkschaft Ost aufgefordert wurden, jede und jeder Einzelne mit Unterschrift der Deutschen Postgewerkschaft im DGB, also in Westdeutschland, beizutreten. Und ganz schnell passierte das dann auch, dass rund 100.000, also das war, glaube ich, innerhalb eines Monats waren 100.000 Kolleginnen und Kollegen, ehemalige Mitglieder der Deutschen Postgewerkschaft Ost, dann Mitglieder der Deutschen Postgewerkschaft im DGB, der Deutschen Postgewerkschaft sozusagen, die sich in Westdeutschland entwickelt hatte. Und die Deutsche Postgewerkschaft West, wir führten dann Ende Oktober einen außerordentlichen Kongress durch, um eben dann auf der politischen Leitungsebene und in den Strukturen Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland zu integrieren. Damals wurde zum Beispiel dann der Kollege Peter Breiko, der Vorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft Ost war, in den geschäftsführenden Hauptvorstand der Deutschen Postgewerkschaft im DGB gewählt. Und unsere Aufgabe war es natürlich auch während der Zeit, die neuen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere die, die dann auf betrieblicher Ebene oder in gewerkschaftlichen Funktionen Verantwortung übernahmen, die entsprechend mit Rat und Tat zu unterstützen und denen zur Seite zu stehen.